Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Mod-Vorstellung. Und zwar, ich hab hier diesmal zwei Gruber, ein Pöttinger Synchro 2600 und ein Pöttinger Synchro 4003K, genau. Im Shop kosten der Synchro 2600 einmalige 4300 und am Tag 10 Euro. Er braucht 85 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Metern. Dann gibt es den 4003K. 15 Euro am Tag, 6.700 Euro kostet der einmalig, 100 PS braucht er und eine Arbeitsbreite von 4,3 Meter. Das Shopbild ist relativ gut eigentlich, ja. Und jetzt kommen wir zum Grauenhaften eigentlich schon so. Das sind wir nicht mehr gewöhnt bei LS15, das Modell an sich. Also hier die Scheiben, die Oberscheiben sind Sechsecke, das sind Stoppschilder, die wird reingelutscht hat. Ich weiß, dass der Mod, dass der aus LS11 ist, meine ich. Einfach rüber kommen wir, also rübergezogen auf LS15. Das Modell ist also, naja, wie gesagt, hier die Schare, also die Scheiben, sind Sechsecke. Was ist das Modell eigentlich relativ gut. Auch die Weite, die Weite ist eigentlich ganz gut. Und aber der hier ist schlimmer, finde ich, der 4003K. Hier wieder so, naja, die wieder die Sechsecke dran, die Scheiben, und die Walze ist am schlimmsten. Was man sich dabei gedacht hat, das nur auf LS15 zu bringen, also wirklich. Also, das ist ja so ein rundes Ding, nur nicht mehr rund, das ist auch wieder so ein Sechseck. Und dann eine Textur drauf geklatscht. Ja. Dann kommen wir mal zur Funktion. Also, Texturen sind auch so, naja, wie man halt sieht. Die Funktion ist halt ganz normal als Grubern. Habe ich mal ausprobiert, weil es gibt bei dem, also beim 4000er, beim 2000er ist alles okay. Ist hier, sieht das ganz gut aus. Mit der Animation beim Grubern. Die Walze dreht sich hinten. Da ist alles super. Aber hier beim 4003K ist das ein bisschen komisch. Also erstmal der Gruber ist hier zum Klappen, die andere nicht. Und dann, wenn man gegrubert jetzt hier, ist alles normal. Die Animation, die ist okay, aber bei den äußeren Scharen, da ist gar keine Animation, das ist ein bisschen komisch. Wenn man jetzt hier fährt, warte, das könnt ihr jetzt besser sehen. Genau da, bei den zwei in der Mitte, da ist keine Animation, genauso wie auf der anderen Seite. Ja, also das war's jetzt mit dieser Mod-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, schreibt mal... Oh. Da fällt mir gerade was auf noch. Mal kurz abkuppeln. Ist das nur wegen dem Terra-Truck hier oder ist das generell so? Bei dem 4003K. Das wundert mich gerade noch. Das habe ich gerade gesehen. Ja, das ist schon gut, dann liegt es am New Holland hier. Ja, wie gesagt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, schreibt jetzt in die Kommentare, warum. Und gebt nicht einfach einen Daumen runter. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal.